Auch hallo? Sehen hallo? Sie... Was ist passiert? Waren Sie das? War das die Hardings? Ja, das Mädchen. Hat sich nicht gut angehört. Das Mädchen meinte, sie sind nach Norden unterwegs. Also fliegen wir in die Richtung und schauen, was wir finden. Keine Ahnung, Yoda. Vielleicht war das Mädchen im Schockzustand. Ich hab mal eine Studie gelesen. Tu mir einen Gefallen und halt die Klappe. Flieg einfach nach Norden. Gut festhalten, Leute. Das ist es. Siehst du was, Oscar? Kommt mir bekannt vor. Ach ja? Wann warst du denn da? Lange vor deiner Zeit. Kein Rauch. Keine Spur von ihnen hier. Keine Spur von ihnen, nur Bäume. Da, das ist glaube ich mehr da hinten. Da vorne ist Rauch. Rauch? Glaubst du, sie geben uns Zeichen? Ich dachte, wir hätten es mit einer Geiselnahme zu tun. Was war das? In diese Richtung! Helikopter! Warum zum Teufel sollten sie das tun? Oh nein. Y, weiter, los, alles an. Boah, wie viele Knöpfe noch? Ich muss mal kurz überlegen. Einfach rauswerfen, wie bei GTA oder so. Und weg mit dem Typen, los. Entschuldigung. Gleich geht's weiter. Nochmal das Ganze. So, und weg mit ihm. Schnell. Los. Ich habe keine Zeit. Und jetzt schön gerade halten. Sehr gut. Natürlich wissen wir um die enorme Auswahl an Fluglinien, die Dinosaurier-Sphären durchqueren und danken Ihnen, dass Sie sich für Yoda Airways entschieden haben. So muss es sein. Wo sind wir? Wieder am Boden. Oh Mann! Engine wird stocksauer sein, wenn Sie die Rechnung hierfür bekommen. Hätten halt eine Pterodactylus-Versicherung abschließen sollen. Versicherung. Was? Kannst du das reparieren? Klar. Gib mir einen Monat. Du hast eine Stunde. Das Tape im Überlebenskit. Der Dschungel hier ist irgendwie anders. Anders als wo? Für mich sehen alle Dschungel irgendwie gleich aus. Hey, erinnerst du dich? Hey, warte mal. Ich glaube, ich habe was gehört. Vielleicht unsere Überlebenden. Kann sein. Aber die Stelle, an der du das Feuer gesehen hast, ist noch ziemlich weit weg. Außerdem höre ich jetzt nichts mehr. Los, weiter geht's. Unser Kumpel erinnert mich ein bisschen an Gears of War. Schau dir das an. Sie sind in der Nähe. Los! Warte. Könnte gefährlich sein. Weiß ich. Dafür habe ich ja die hier. Oscar, ganz klare Anzeichen für ein Lager. Sie waren hier. Müssen nur die Fährte aufnehmen. Okay, checken erstmal das ab. Das Blut. Hey, hier ist Blut. Das wird ja immer besser. So. Nein, die Beeren essen wir mal nicht, würde ich sagen. Aber hier haben wir doch was. Hier hat wohl jemand Beeren gepflückt. Aber hoffentlich keine gegessen. Okay, ich würde sagen, wir gehen da Rinder. Hier sind ein paar frische Spuren, Oscar. Ich tippe auf Saurier. Keine Menschenspuren. Oh, oh.
Das wird bei Mama aber gar nicht gut ankommen. Oh. Oh. Und weg hier. Weiter, weiter. Oh nein. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Und jetzt macht das Vieh fertig. Wo ist denn unser Kollege? Alles okay? Oskar, Gott sei Dank. Mensch, Oskar, jetzt hätte ruhig mal früher kommen können. Ich sagte doch, sei vorsichtig. Was ist das überhaupt für ein Viech? Was es auch ist, ich mache es alle. Hey, hey, beruhig dich, Großer. Es ist vorbei, vorbei. Lass es gut sein. Schau es dir doch an, du hast gewonnen. Es ist keine Gefahr mehr. Hey, danke. Also, ich habe überall geschaut. Konnte nicht die Spur einer Fährte finden. Da lang. Ich war etwas abgelenkt, weil draußen der Krankenwagen gerade vorbeigefahren ist. Aber wir haben es geschafft. Ihnen ist schon klar, dass wir direkt auf den Rand einer Klippe zulaufen. Hier geht's nirgendwo runter. Wir müssen einen anderen Weg finden. Was wohl mindestens einen halben Tag dauern wird. Es gibt einen alten Ziegenpfad, den wir nehmen können. Was ist das denn? Wow, warum hast du mir nichts von den Achterbahnen erzählt, Dad? Ich hab dir doch gesagt, dass es bei deinem nächsten Besuch viel mehr zu sehen gibt. Diese Achterbahnen wurden noch nicht mal ans Stromnetz angeschlossen. Der Pfad war in Stein gemeißelt und uralt. Er hat viele Stürme und Erdbeben überlebt. Hören Sie, es ist zu spät für einen Umweg und zu gefährlich, den Weg zurückzugehen. Benutzen Sie das Funkgerät. Kontaktieren Sie das Rettungsteam. Das ist unsere beste Überlebenschance. Da unten. Wir können dieses Vehikel benutzen, um runter zum Ausgang zu gelangen. Wir fahren damit? Der Hebel hier. Sieht aus, als könnten wir die Sinnen damit Richtung Ausgang stellen. Ja, aber das ist der Notfallhebel. Außerdem ist es doch offensichtlich, dass das Ding noch nicht fahrtüchtig ist. Es scheint der einzige Weg zu sein. Wenn Sie keinen sicheren Weg nach unten finden, muss ich Sie runterstoßen. Wenn ich Strom hätte, könnte ich die Achterbahn von hier oben aus vielleicht in den Wartungsmodus schalten. Er stellt die Schienen um, genauso wie der Notfallhebel. So können die Mitarbeiter die Schienen betreten, um zu arbeiten und Sachen zu reparieren. Aber ich sehe gar keine Wagen auf der Hauptschiene, Dad. Schalten Sie den Strom ein. Wir fahren also? Ja, es wird langsam dunkel. Wir können den Weg nicht zurückgehen. Und es klingt, als machen sich die Dinosaurier bald auf die Jagd. Auf die Jagd? Nach uns? Noch sind sie relativ weit weg, aber wir sollten trotzdem nicht mehr lange hier bleiben. Hören Sie, wenn wir es leben bis zur Küste schaffen wollen, müssen wir zusammenarbeiten. Verstanden? Und du kommst nicht so sicher aus. Wir schaffen ein paar Wagen auf die Sine. Der Bone Shaker. Hier, du bleibst beim Hebel und hilfst mir, die Wagen auf die Sine zu bekommen. Hey Dad, wofür sind diese Wagen? Die haben gar keine Sitze. Ich schätze, das sind Förderwagen. Wir müssen sie von der Schiene schaffen. Und Wagen zum Sitzen draufheben. Schauen wir uns bei uns ganz kurz um hier. So, wir müssen anfangen. Beweg das Gerüst. Wie soll ich das denn schaffen? Das ist doch viel zu schwer. Okay, die Wagen müssen raus. Was macht sie da oben Schönes? Drück mal einen Knopf. Das sieht doch gut aus. Suchen Sie also die Wagen aus. So, den nehmen wir doch schon mal. Bring die Autos in die richtige Reihenfolge auf die Strecke. Bis zu 4 Autos gleichzeitig passen drauf. Ja, das sieht da ganz gut aus. Nur, wir müssten jetzt, glaube ich, mal den Kran benutzen, oder? Hey, der Kran scheint zu funktionieren. Gut, dann benutzen Sie ihn. Gut.
Wenn ich jetzt so mache. Gut. Was ist das hier drüben überhaupt? Der Bowen. Das ist. Ah, jetzt gibt es irgendwelche. Wenn ich mir das so ansehe, würde ich sagen, dass das Kraftwerk irgendwo da drüben sein muss. Sie bleiben hier. Du gehst. Okay, und wonach soll ich suchen? Nach einem Kraftwerk. Such nach Türen. Na, ich sehe die Türe schon. Die da hinten. Super. Dad, hier sind Türen. Ist das hier das Stromding? Sieht ganz so aus. Öffne sie und leg den Hauptschalter um. Na dann, aufmachen das Ding. Die Türen sind verschlossen. Ich habe keinen Schlüssel. Wäre zu einfach schon gewesen. Okay, ich schlag einfach die Scheiben ein. Schlägt sie wirklich die Scheiben ein? Ich brauche was, womit ich sie einschlagen kann. Achso, dann schauen wir doch mal ein bisschen rum hier. Was haben wir hier so rum? Ah, hier. Da ist ein Stein. Damit sollte ich reinkommen. Bäm. Super! Ja, hast bestimmt auch die Hälfte kaputt gemacht jetzt. Okay, ich kann reingreifen. Wonach muss ich suchen? Da sind zwei große Schalter drin, Jess. Aber so kommst du wahrscheinlich nicht dran. Tja, wie denn sonst? Wir versuchen es nochmal. Ich muss irgendwie an diesen Türen vorbei. Tja, so. Okay, das hier sind die Hauptschalter für die Achterbahn. Von hier aus sollte ich den Wartungsmodus einschalten können. Was übersehen wir hier? Und damit alles funktioniert, brauchen wir auf der Ladeschiene drei Wagen in der richtigen Reihenfolge. Okay. Sie bleiben hier. Ihre Tochter und ich schaffen die Wagen auf die Schienen. Da. Jess, hier drüben. Okay, ich komme. So, drei Wagen in der richtigen Reihenfolge. Hey, was ist denn hiermit? Können wir den gebrauchen? Häng ihn ins Gerüst ein, dann können wir es mit dem Kran von den Zinnen heben. Zurück, Jess! Ja. Okay, und zwar, wir müssen... Es passen keine Wagen auf die Schiene. Ich muss erst welche runterbekommen. Okay, das heißt, wir müssen... Sie muss da dran gehen. Einmal betätigen, bitte. Ah, nee, stopp! Zurück, zurück. Ach, bitte nochmal. Und nochmal. Danke. So. Ein Wagen zurück. Aber warum hat die Drehplattform Strom und der Rest der Achterbahn nicht? Der Sturm oder irgendwas anderes hat gestern die Stromnetze beschädigt. Die Versorgung ist an manchen Stellen unterbrochen. Ich sehe auch gerade, dass wir eigentlich einen Fehler gemacht haben. Eigentlich müssten wir es so machen. Funktioniert. Okay, das ist echt ziemlich cool. So, mach du das nochmal weg. So. So. Den Wagen weg. Genau. So. Den Wagen weg. So, und jetzt würde ich am... liebsten. Eigentlich müssten wir doch jetzt muss das die Reihenfolge 1, 2, 3 sein? Ich hoffe nicht. Bitte nicht. Machen wir es erstmal so hier. Oh,
machen wir es einfach mal so hier. Den da dran, den da dran. So, den nach hinten. So. Drehen. Drehen. Zack. Und nochmal. Zack. So. Zack. Sieht doch gut aus. Schönes kleines Rätsel. So, 1, 2, 3 haben wir. Ich glaube, so ist's richtig. Hey, alle Wagen auf der Ladeszene. Jetzt sind sie dran. Oh oh. Oh oh. Was ist das da? Ich weiß nicht, Raubsaurier. Zum Glück sind sie zu weit weg, um zu erkennen, was für welche es sind. Aber kein T-Rex, oder? Definitiv kein T-Rex. Okay, wir gehen jetzt nochmal zu dem Vater. Ich würde aber nochmal gerne den Kran benutzen. Und zwar ein bisschen weiter nach links. Vielleicht kann der hier bei dem Häuschen irgendwie helfen. Und noch ein bisschen weiter. Wie weit geht das? Das sieht doch gut aus. Und runter damit. So, da dran gehen. So, rein damit. Sei vorsichtig, Jess. Was hast du mit dem Haken vor? Ich habe einen Plan. Sehet und staunet. No, du hast schließlich den Kran dahin gemacht, Dad. Okay, Dad, du bist dran. Alle zurücktreten. Na, wunderbar. Super. Machen wir den erstmal auf On. Okay, schon mal einer. Oh, der zweite, wo ist der denn? Bestimmt der hier. Zack. Willkommen im Knochenrüttler. Sieht aus, als hätten wir Strom. Boah, cool. Okay, komm zurück. So. Was wollen sie tun, wenn das Rettungsteam auftaucht? Was? Na, die haben den Lärm bestimmt gehört. Über das Rettungsteam machen wir uns später Gedanken. So, der Vater. So. Wartung bitte. So sollte es funktionieren. Die Achterbahn sollte uns am Wartungsausgang rauslassen, statt die normale Strecke zu fahren. Wobei, ich würde ja schon gern mal die normale Strecke sehen. Alles bereit. Ja, das ist alles bereit. Wow. So, das wär's. Die Achterbahn ist im Wartungsmodus und hoffentlich sicher. Sie wird langsam fahren. Na los, je schneller wir an der Küste sind, umso schneller ist das hier vorbei. Na dann, ab in den Bone Shaker. Den Knochenrüttler. Das ist eine ziemlich kurze Fahrt. Oh oh. Oh nein. Wir haben es verpasst. Nochmal das Ganze. Und runter. Noch mehr.
Oh, jetzt habe ich gerade selber noch den Kopf geduckt. Gedrückt, aber es ging nicht. Jess, nimm meine Hand! Und hoch! Komm, Jess! Ich bin uns den Kran! Wir haben keine Zeit! Oh nein! In Ordnung, Schatz! Ich hab dich! Ich lass nicht gehen! Du. Und jetzt? Jetzt machen wir eine kleine Spritztour. Einmal und nie wieder.